Ja, mein Name ist Sebastian, bin 35 Jahre alt. Vom Beruf her Industriekaufmann, arbeite zurzeit als Reha-Fachberater in einem Sanitätshaus. Ich habe mein Handicap von Geburt an, das heißt also seit 35 Jahren, dadurch, dass ich zu früh zur Welt gekommen bin, das nennt sich eine spastische Tetraplegie nach frühkindlichem Hirnschaden. Das heißt, ich habe unter der Geburt einen Sauerstoffmangel erlitten. Mein Name ist Manfred Barlach, bin 60 Jahre alt. Mein Beruf ist Tischler. Ich habe zwei Kinder. Ich bin ja Geburt aus schwerhörig. Ja, es ist häufig so, beim Einkaufen zum Beispiel, viele kleinere Läden haben zum Beispiel eine Stufe vor der Tür, die ich dann ebenfalls nicht überwinden kann, oder die Gänge sind so eng zugestellt mit Waren oder mit den Regalen, dass ich dann mit dem Rollstuhl gar nicht mehr durchkomme. Als Rollstuhlfahrer hat man viel Probleme damit, zum Beispiel bei unterschiedlichen Fahrbahnbelägen oder Kopfsteinpflaster zum Beispiel, wo man als Rollstuhlfahrer schwer rüberkommt. Das kann auch damit zusammenhängen, dass zum Beispiel im Winter manche Wege nicht geräumt sind. Schon bleibe ich als Rollstuhlfahrer stecken. Oder wenn die mit Splitt gestreut sind, tut der Splitt dann irgendwann an den Händen weh. War meistens auch Montage gewesen, zum Beispiel Kunde, wenn mich anspricht, höre ich nicht, aber arbeiten. Da gucken die Kunde an, hört der Mann überhaupt nicht, da muss ich mit anklopfen, ne? Oder sonst was. Ja, dann habe ich dann erzählt. Als Rollstuhlfahrer ist es so, aufgrund der anderen Perspektive, es wird alles auf, ich sag mal, laufende Menschen ausgelegt, beispielsweise Bäckertheken oder generell Kühltheken sind entsprechend so gebaut, dass ein Mensch, der steht, drüber weggucken kann. Ich als Mensch, der vorwiegend sitzt, gucke dann einfach vor so eine Thekenkante oder kann einfach die Verkäuferin dahinter gar nicht mit Blickkontakt kontaktieren, weil sie mich eben gar nicht sieht. Es sollte mehr darauf geachtet werden, dass zum Beispiel auch entsprechende Räume geschaffen werden, wo sich ein Rollstuhlfahrer beispielsweise bemerkbar machen kann. Das heißt also, dass ein Stück der Theke beispielsweise abgesenkt ist. Oder dass einfach auch mal mehr darauf geachtet wird, dass man sich selber auch mal in einer anderen Perspektive versetzt. Beispielsweise man geht in die Hocke und guckt mal, wie sehe ich jetzt die Welt beispielsweise als Kind. Weil als Kind bin ich genauso groß, wenn ich in die Hocke gehe, dass ich da schon eine andere Perspektive habe. Für Gehörlosen, Hörgeschädigte, ja, meine Formulare auszufüllen über Finanzamt oder Wohngeldstelle oder andere Sachen. Das Schreiben ist für Hören ausgelegt worden. Es gibt welche auch Hörgeschädigte, die verstehen auch das Schreiben. Es gibt auch andere Hörgeschädigte, die verstehen das Schreiben nicht. Ich wünsche mir, dass dieses Schreiben oder Formulare in Leitsprache umgesetzt wird. Gebärdensprache ist nicht gleich, meistens Gebärdensprache, ein Gebärde, ein paar Wörter in einem Begriff. Begriff. Nicht jedes Wort, wer bin ich, wo gehst du hin? Ich gehe weg, ein Beispiel. Oder ich, Kurzform. Das in Kurzform Gebärdensprache ist ein paar Wörter in einem Satz. Mir widerfährt es häufig, dass mich Menschen in sehr einfacher Sprache ansprechen. Beispiel, dass jemand mich fragt, kannst du mich verstehen oder kannst du mich hören? Ich habe ein Handicap, welches nun mal meinen Körper betrifft, aber nicht meinen Geist oder meine anderen Fähigkeiten. Ich kann hören, ich kann sehen, ich kann schmecken, sondern ich möchte als ganz normaler Mensch wahrgenommen werden und auch so entsprechend angesprochen werden. Das Formular ist immer volle Sätze geschrieben, Grammatik oder Rechtschreiben. Das würde Gehörlosen nicht begreifen. Das bedeutet, Gehörlosen begreifen mehr einfache Wörter oder Sätze übersetzt wird, auch mit dazu Gebärdensprache, um das zu begreifen. Aber es gibt auch unterschiedliche Gehörlosen, die begreifen mehr als die andere. Und wirklich Sportgruppen, sei es die Basketballgruppe hat sich aufgelöst, die Hockeygruppe hat sich aufgelöst, sonstige Handicap-Sportvereine haben sich alle in den letzten Jahren aufgelöst. Du hast nichts mehr. Ich als Rollstuhlfahrer möchte auch mal auf einem Freitagabend mit meinen Freunden in eine Kneipe gehen und da einen schönen Abend verbringen. Für mich als Rollstuhlfahrer ist es aber meist nicht möglich, weil ich zum einen nicht in die Kneipe reinkomme oder dann nicht auf Toilette komme, weil es schlicht und einfach keine behindertengerechte Toilette gibt oder die Toiletten im Keller sind. Du musst mir nach der Terminvereinbarung, da steht immer Telefonnummer. Wir können nicht da rein. Warum machen die einfach darunter WhatsApp da angeben und dann E-Mail darunter erledigt? Die haben auch ein Recht, auch einkaufen zu können, oder nicht?
Ich als Rollstuhlfahrer kann nicht deine Perspektive als Läufer einnehmen, aber du als Läufer kannst meine Perspektive einnehmen, indem ich dich dazu einlade, dich mal selbst in einem Rollstuhl zu setzen und mit mir mal 2 Stunden durch meinen Alltag zu fahren. Und wenn du Gebäude oder Inneneinrichtungen beruflich planst, lade ich dich ebenfalls dazu ein, mach dies doch mal aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers, damit du selber erfährst, welche Barrieren in unserem Alltag es gibt. Ich heiße Jennifer Röhler, arbeite in Café Silero von Wittigenshof, mache Küche, bediene, da gibt es Essen, Getränke, was der Tag beliebt, so ungefähr. Ich heiße Johannes von Brocke, bin 39 Jahre alt und arbeite hier in Bünde in Hunnebrock. Das ist eine Werkstatt für Menschen mit Handicap. Und arbeite da in der Elektroabteilung. Ja, mein Name ist Manfred, wohne seit mehreren Jahren hier in Bünde und in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Handicap. AUW heißt das, ambulantes unterstütztes Wohnen, werde betreut von einer Mitarbeiterin. Ja, und was sie so macht mit mir, wir besprechen das immer ab, wenn sie dann da ist. Mein Beruf, ich habe früher in der Werkstatt gearbeitet für Menschen mit Handicap und jetzt seit 2 Jahren wieder auf dem freien Arbeitsmarkt, im Krankenhaus, in der Küche, und die Arbeit macht Spaß. Leute bedienen, Sachen aufschreiben, dann Essen nachkochen, vorbereiten, dann rausbringen, dann später kassieren. Dann kenne ich beispielsweise die ganze Speisekarte auswendig und sonst mache ich eigentlich alles gut und auswendig. Ich wohne jetzt seit gut 2 Jahren mit meiner Verlobten Jennifer Röder zusammen in einer eigenen Mietwohnung. Also Jenny und ich wollen dieses Jahr heiraten. Und zwar am 27. August, aber nur standesamtlich. Meine Behinderung ist keiner, weil ich nicht perfekt lesen kann. Und schreiben kann ich auch nicht so perfekt, wenn das zu lange Texte sind. Ja, bei mir erkennt man die Behinderung nicht an, weil ich von außen so normal bin wie jeder Mensch. Was wirklich schade ist, wenn man irgendwo auf dem freien Arbeitsmarkt arbeitet. Ich habe früher in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, durch der Behindertenwerkstatt. Die haben mir ermöglicht, einen Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren im Krankenhaus, in der Küche. Die Arbeit macht da sehr viel Spaß. Wenn man fleißig ist und gut am Arbeiten ist, dann kriegt man auch sehr viel Rücksprache und Lob dafür. Ich habe leider auch ein Handicap. Ich habe leider seit meinem 11. Lebensjahr eine Spastik in meinen beiden Beinen. Weil zum Beispiel halt, wenn ich längere Strecken zu Fuß gehe, dann fangen mir irgendwann an, die Füße oder die Beine weh zu tun. Und zum Beispiel kommt es schon hin und wieder mal vor, dass ich über höhere oder abstehende Bordsteine oder Steine auf dem Bürgersteig, über Pflastersteine zum Beispiel, schon mal ein bisschen stolper. Ja. Ist alles nicht so einfach. Ich denke, die Erzählung von den 5 Personen, die wir gerade gesehen haben, über ihr Leben und ihre Barrieren in ihrem Leben, haben uns einen sehr guten Einblick gegeben. Und wir bitten Sie, geben Sie der Inklusion Ihre Stimme und vielleicht können Sie die eine oder Barriere in ihrem Leben für Menschen mit Behinderung abbauen.
Genau, schauen Sie mal, was Sie tun können in Ihrem Umfeld, was schnell geht, was einfach ist. Oft ist es nicht kompliziert, aber der Abbau von Barrieren erzeugt eine sehr, sehr große Wirkung. Und wenn das alle Menschen machen, wir beide und alle, die diesen Film sehen, dann kommen wir noch schneller voran und es wäre einfach wunderbar. Das ist die Botschaft dieses Films. Jeder soll bitte machen, was er oder sie kann. Stimmt, machen Sie mit.